Hallo Kameraden und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Azo und Standard Ranked. Jo, wir haben ja erstmal wieder ein bisschen was hinter uns mit dem Schatz. Der Schatz, hat dann erfolgreich mit dem Schurken gewonnen. Heute will ich nochmal mit dem Priester, mit dem Drachenpriester-Deck loslegen. Und zwar, weil ich eine ganz geile Version mit Hilfe auch von Trump SC, den asiatischen, also in dem, ja, ihr wisst schon. Dem YouTuber, dem Streamer, Pro-Gamer von mir aus, ja, dessen YouTube-Seite ich immer angucke, also ja, den ich immer auf YouTube angucke, weil ich seine Videos mag. Und ich habe es aber nicht komplett, ich habe nur die Idee ein bisschen genommen, weil mein Deck sah so wie es jetzt schon ist, ähnlich aus. Ich wollte es eben bauen mit dieser Karte, weil die hat mich so genervt immer als Gegner. Da dachte ich mir, okay, baue ich das auch. Und theoretisch habe ich nur sie reingepackt, jeden günstigen Zauber raus und dann eben Gedankenkontrolle rein. Und ich habe den Rest so circa gelassen und nur noch hier am Anfang ein bisschen, weil ich ja Zauber entfernt habe. Und das war auch wegen Trump. Das war zum Beispiel wegen Trump nur, den da drinnen zu nehmen. Und auch deswegen die beiden. Also eher den, weil den hat er nicht gespielt, aber aufgrund dessen, weil ich ja mehr für die wollte, mehr Einser-Kreaturen habe ich die auch reingenommen. Und eben Karten für die mir Karten geben, damit ich damit schön viel HP habe. Und dann mitspielen wir jetzt. Ich habe einige Runden damit gespielt und die waren fantastisch. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Deck. Es klappte gar nicht. Und es ist relativ meine eigene Idee, also ja, nicht komplett, aber sehr relativ komplett. Und wir sind Rang 10, wie ihr seht. Ich habe eine Weile gespielt damit. Hier, ja, offscreen. Passiert mal. Und es war wunderbar. Es war einfach toll. Und deswegen dachte ich mir, okay, spielen wir nochmal den Priester für zwei oder zumindest für eine Folge. Ich denke mal für zwei weitere Folgen. Auch wenn ihr den Priester nicht mögt. Aber das ist so cool, dieses Deck. Ich mag es aber. Anduin gegen Man kann damit auch verlieren, wenn man richtig scheiße Wünsche zieht. des Schützen. Und das ist zum Beispiel eine Setz gute dich in Karte. den Sieg Theoretisch ist das ein. auch eine gute Karte. Das ist theoretisch eine gute Hand. Das will man nicht auf der Hand haben, weil die soll im Deck bleiben. Und insgesamt gefällt mir die Hand. Runde 1, Runde 2, dann ist das ein 2-4er. Jetzt müssen wir hoffen, dass das nicht ein super Aggro-Deck ist. Also, okay, scheint nicht so zu sein. Ist jemand verletzt? Und jo. Und wenn sie verletzt wird, können wir sie heilen. Ja, das ist super. Und er macht hier bloß einfach eins, was auch super ist. Ja, ich habe die Serie hier drin. Trump spielt es ein bisschen anders. Also, Trump SC. Ohne sowas zum Beispiel. Ich kann sogar ohne den dafür mehr Aggro. Ich mag es eben so. Aber es funktioniert trotzdem gut. Und das ist ja Hauptsache, oder? Dass irgendwas gut funktioniert. So. Oh, 2-4. Mit dem Effekt, ich kann sie heilen. Oh, die Karte ist schon cool. Meine ist plus 1, das sind quasi 2 Mana, 3-3. Und wenn sie noch einen Zug überlebt hätte. Ah, auf die Art. Okay, damit kriegt er aber einen Schaden. Wir könnten das machen und den. Aber ein 2-4er ist schon sehr gut. Auch wenn er den mit einer Karte natürlich zerstören könnte. Aber wir haben die. Ich glaube, wir werden. Ist nicht raschen, außerdem hat er dann mehr HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir noch eine Karte haben, sind es 7. Ist ein 4-7er. Das ist gut. Aber wir können auch da reinrennen und noch mehr Value bekommen. Aber das müssen wir nicht, denn ein 4-7er ist schon sehr gut. Er wird wahrscheinlich sogar den jetzt zerstören. Das ist aber okay. Wir werden den aber sammeln und hoffen, dass wir für eine 10-Mana-Karte aufdecken. Aus unserem Deck, die deckt aus unserem Deck eine Karte aus und wir beschwören eine Kreatur mit gleichen Kosten, die wir aufgedeckt haben. Die ist in ziemlich vielen Decks drin, ne? Wie ich gesehen habe. Und die ist so nervig. Mann, wenn du dann 10 Mana-Karte aufdeckst und dann hast du 6 Mana 4-4 plus 10 Mana 12-12. Ja, das ist schon böse. Das ist schon super böse. Jetzt muss ich überlegen, was er macht. Das sind ja 4-7er. Das ist schon gut. Wir könnten sogar eine Kreatur übernehmen. Und er will nicht den 2-3er da lassen, eigentlich.
kann die Heilfähigkeit aber nicht nutzen. Oh, jetzt können wir auch sie heilen, tatsächlich. Das ist auch gut. Ist ein bisschen greedy. Aber Greed ist gut, habe ich gehört. Und dann können wir den noch spielen. Und schauen wir mal, ob wir was Schönes von ihm bekommen. Oh, Wildwuchs hat er wohl gespielt. Ja, auch Wildwuchs. Zack, Karte mehr. Wir haben 8 Karten, gleich 9. Und dann spielen wir die aus. Und dann dürfte er in einer ziemlich misslichen Lage sein, im besten Fall. Oh. Oh, das ist gut für ihn. Weil jetzt mit der Heldenfähigkeit kann er den zerstören. Und dann hat er noch den Golem, den 3-3er. Aber er hat kein gutes Feld. Das heißt, er macht sehr, er ist sehr langsam. Ja, dann schauen wir mal, was wir aufdecken. Wir haben, ich glaube, sogar nur noch die 10er drin. Ja, also. Haben wir jetzt zweimal die 6er gezogen. Oh, 7-5. Oh. Immer habe ich Pech. Meine Gegner kriegen immer die 12-12er. Aber gut, ist immer noch gut. Mein 6 Mana für 4 plus 7-5. Und wenn wir den auf die Hand zurückbekommen könnten, wäre das geil. Also. Ah, er wird den 4-4er zerstören. Okay. Schade, dass ich nicht die Akolyten habe. Aber selbst dann hätten wir auch nicht genug Mana. Können 3 Schaden an alles machen. Und würden wir den 4-4er töten können? Sollen wir den einfach ausspielen? Ja, komm. Wir können den ja sogar heilen, da wird er nicht einfach so zerstört. Und nächstens sogar wir immer einen 9 Mana. Und dank der Münze 10, also. Seht her! Er hat unendlich Value, aber das ist mir egal. Wir haben hier gleich Ysera sogar. Und wir haben die im Notfall. Oh, da beginnt er. Oh, da beginnt er richtig hart. Wem machen wir das jetzt? 6 plus 3 wahrscheinlich einfach. Ja, ich glaube, das ist sogar am besten. Also 6 plus 4 meine ich. Solange wir Drachen haben, haben wir die Macht. Und dann können wir Ysera spielen. Erstmal spielen wir die wahrscheinlich. Obwohl Ysera ist sehr gut. Je nachdem, wie sein Feld aussieht. Na schau, haben wir die Karte nochmal. Aber ich meine, die nochmal spielen ist super. Weil wir haben nur noch 10er Karten, glaube ich, im Deck. Außer ich hatte Glück. Das möchte auch nicht. Könnte auch sein, dass wir einfach Glück hatten. Ja, er zieht 3 Karten, wahrscheinlich darunter 2 Idole. Mindestens 1, er hat 6 Idole im Deck, also wird schon einige Idole ziehen. Oh, jetzt können wir das doch machen. Weil 6 plus 3 ist gut. Ja. Na? 10 Mana, 12, 12? Ja! Der ist super. So, was hat er gespielt? Den. Oh, bringt er sich viel, aber. Das war's. 12, 12. Bum, bum. Zweimal rein. Und dann noch 2 Leben. Aber ihr seht: 6 Mana, 16, 16. Und einer davon kann nicht als Ziel von Zauber- und Heldenfähigkeiten gewählt werden. Oh man. Tarantus ist im Bar. Leider kein Drache. Ah, den können wir übernehmen, theoretisch. Wir könnten das machen, dann würde er selber auch sterben. Wie machen wir das? Den übernehmen? Ja, das ist echt übel. 2 Schaden auf alles würde auch nicht helfen. Wir könnten den einmal übernehmen, aber dann stirbt er in meinem Zug. Wir müssen theoretisch das machen. Und dann töten wir den. Wir könnten den übernehmen und dann passiert gar nichts mit dem. Ich habe nichts fuck. Machen wir das jetzt einfach, um einen 12-2er zu haben? Ja, oder?
Okay. Kann den auch nicht anvisieren. Das ist ärgerlich. Wir können den spielen. Dann kriegt er nochmal HP dazu. 3:3. So, dann ist er etwas sicherer. Er kann nicht angezielt werden. 13:3 ist immer noch gut. Wir können den nicht spielen im Moment, aber wir könnten den spielen. Und dann haben wir noch ein Leben. Ah, jetzt aber einfach Face gehen mit ihm. Ah, ich glaube, Face gehen wir nicht so gut. Wir haben 15 Schaden nur. Und er hat 27 Leben. Und er hat hier aber auf dem Board 30 Schaden oder so. 9, 17, 24, 26 derzeit. Den ausspielen und die Serra wäre immer noch sehr gut. Ich muss leider 8 plus 7 sind 15, sind 17. Dann überlebe ich das zumindest. So. Ha, 5:13. Na ja, gut, kann er mit den beiden töten, aber immerhin. Ich habe leider nicht den komischen Typ gezogen, der mir einen auf 2 Angriff senkt. Hat er nicht diese. Ah, wir verlieren das tatsächlich. Ah, so ein cooles Deck, aber gegen Jade verliert es. War ich zu gierig? Hätte ich das anders spielen sollen, das Deck? Gegen Jade-Druide ist das echt schlechtes Deck. Also nicht unbedingt komplett schlecht. Ich kann auch, könnte auch gewinnen, aber es hat schon Nachteile. Gegen alle anderen Decks aber nicht. Gegen alle, also mir fehlt auch eine Karte, eine bestimmte, den Anduin. Damit würde das Deck noch viel besser. Weil dann könnte ich einfach Anduin spielen, alles wird tot gewesen. Ich hätte 13 Schaden Face machen können, plus 2 sind 15. Da hätte sich nochmal um 1 aufgepusht. 8 plus 5 sind auch 13. Das hat er gut erkannt, der Junge. Und wir sind immer noch ein bisschen in Gefahr. Aber nicht komplett. Schau, was wir haben. Wollen wir das machen? Nee, ich habe noch sehr gute Karten, die ich spielen will, tatsächlich. Deswegen heile ich mich lieber erstmal. Es sind noch bessere Karten drin als das. Also den jetzt dreimal reinmischen wir nicht so gut. Auch wir haben das aber. Das wäre aber sehr gut zusammen. Mal sehen. Noch haben wir ja Zeit, nicht wahr? Zeit. 30 Leben. Ja klar, haben wir Zeit. Hätte gern noch mindestens einmal der Akolyten, der uns einen von diesen Viechern klaut. Wir haben auch nicht viel Karten drauf in dem Deck. Das ist ärgerlich. Eine Karte, die uns Karten gibt. Um genau zu sein. Das ist echt schlimm, dass ich das gerade gegen dieses Deck spielen muss. Oh, hat sowas sogar. Wir können den zumindest töten. Aber wenn er noch ein paar spielt, sind wir einfach tot. Theoretisch haben wir verloren. Ja, gegen den komme ich nicht an. Ich meine, es sind 14 Schaden, die man gleich machen kann. Und ich kann höchstens die beiden töten. Oh Gott, er hat den auch noch im Deck. So schlecht sein Deck, aber er gewinnt. Weil er eben da. Gegen die kann ich nicht gewinnen. Ich habe zweimal Mind Control drin, klar. Ich habe den drin, da können wir einen klauen. Den sagen wir, dann sind es aber noch sehr viel Schaden. Nein, wir können den ja auch so machen, ohne ihn zu klauen. Dann hat er 12 immer noch. Immer noch 12 Schaden. Das sind 10, 12, 13, 14. Er braucht noch einen Schaden. Dann war es das mit uns. Er hat hier so viel Rüstung, Alter. Wartet ihr her? Ein Jade-Deck ist der Tod dieses Decks. Ah, wie übel. Ja, ja.
Okay, dagegen werden wir was bauen müssen. Wir wissen. Und ja, halt die Klappe. Oh nein, ich habe perfekt gezogen als Druidendecke. Nope. Na gut, lassen wir das. Wir zählen auch diese Runde nicht, auch wenn sie lange gedauert hat. Ihr habt aber zumindest mal so kennengelernt, wie dieses Drachenpriester. Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt nennen soll, dieses Deck. Big Spells, Big Dragons. Ja, eigentlich ist gut, oder? Große Drachen, große Zauber. Und wir haben wirklich viele große Drachen. Das ist eine richtig schlechte Hand. Gegen den Magier, aber der ist gut. Deswegen halte ich den. Er ist so gut, dass man den sogar hält. Für mich, ich finde ihn sehr gut. Also. Ich glaube, das ist so eine nette Hand. Ja, wir haben Winterhauffest. Seht her, gegen das Deck ist das eine sehr gute Karte. Das ist nämlich ein aggressives Deck hier. Kann sogar den Coin nutzen gegen seine Konter-Zauberkarten. Das ist sehr gut. Oh, das ist eine gute Karte. Da ich sowieso gerade nicht viel spielen kann, töten wir den einfach. Das ist schön. Dann brauchen wir den noch nicht unbedingt. Hätte ich den lieber töten sollen? Der macht vielleicht mehr Schaden, ja, aber hat weniger Leben. Schaut, was er deswegen spielt, weil er... Oh, den können wir auf jeden Fall. Oh, so viele. Haben wir einen Drachen? Ja, wir haben zwei Drachen. Sehr gut. So, damit hat er nur noch vier Handkarten. Wir haben 5 plus 1 sind 6. Wer ist im Vorteil? Und damit hat er ein Geheimnis. Dass er jetzt für 0 spielen kann, er kann also zwei Geheimnisse spielen. Wir werden den einmal spielen, falls er einen. Oh, der wird sterben wahrscheinlich. Na ja, gut, ist doch egal, ob er stirbt, oder? Er würde sterben. Also ist egal. Lieber lasse ich den 3-3 am Leben. Der hat leider zu wenig Leben. Ist jemand verletzt? Ja. Schauen wir mal, was. Er hat aber keine Handkarten mehr. Das ist ziemlich gut für uns. Ich glaube, er hat Feuerball im Deck. Ja. Da er so wenig Handkarten hat, könnte es schon sein, dass er den benutzt und seine Heldenfähigkeit, um den 3-2er zu halten. Außer er hat eine sehr gute Karte gezogen. Könnte auch nur ein Geheimnis sein. Das ist schlecht. So richtig gut top decken können die Decks nicht unbedingt. Ich komme zu spät. Ah, den gezogen. Das ist okay. Wir haben die Karte. Damit, wir können auch warten, aber das ist gerade gut, glaube ich. Danke, so ein 3-3er. 3-3er hat quasi ein 3-2er erledigt und ein 5-5er. Mal sehen, ob er nochmal so gut zieht. Der Junge. Den kann man sogar spielen, weil es egal ist, wenn er. Oh, er top-deckt so gut. Er top-deckt richtig gut. Aber egal, mal sehen, was er dagegen machen wird. Wenn er den auf die Hand bekommen könnte, wäre das übel für uns. Obwohl, nee, er hat 3er. Er hat so viele kleine Karten, das wäre egal. Ja, würde es beenden, danke. Wir wollen nämlich jetzt hier. Es kann auch ein 6er aber aufdecken, leider. Oh, wir decken wieder einen 10er auf. Welcher 10er wird bei uns kommen? Oh nein. Aber wir haben 10 10er dafür. Ich glaube, ein 10 10er ist ganz gut. 4 plus 3 haben wir dann noch. Hui. Wir werden wahrscheinlich aber Face gehen, wenn er nichts Gutes hat. Und dann werden wir unsere Krieger spielen, alles hier. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf 10 Leben runter sind. Oder ihn töten, bevor er auf 10 Mana kommt. Weil sonst sieht es schlecht für uns aus. Aber es sieht gerade nicht so schlecht aus. Wir haben 10 Zehner. Wir haben sein Geheimnis ausgelöst. Die er zwar hatte, ja. Jetzt sind unsere Diener relativ safe. Ich habe einen Drachen, um den dann noch richtig zu spielen. Wir haben Ysera für später. Wir können uns heilen. Aber da angreifen nur. Wenn er einen größeren Diener spielt, können wir mit dem da angreifen. Er hat gerade ein Problem scheinbar. Er hat zwei Handkarten.
hat aber einen 10-10er auf der Nase. Ich muss schon sagen, so ein 10-10er in Runde 6 ist schon sehr gut. Aber er könnte zumindest angreifen. Das ist nämlich noch seine Option zu gewinnen. Aber nichts zu machen, er muss Salty sein. Dann ist das nicht mal die beste, aber er ist immer noch ein guter Diener. Oh, wir könnten nochmal den spielen. Aber ich will den jetzt. Oh. Der Gegner hat aber aufgegeben. Hey. Tut mir echt leid, Mister. Aber so ein 10-10er in der Situation hat unseren Gegner das Genick gebrochen, wie es aussieht. Wir hätten in 3 Runden gewinnen können. Nein, ja doch. Face, face, face. Denn wir alle wissen, face is the way. Zu gewinnen. Oh ja. Und Gewinn ist toll. Oh, wir spielen gegen Priester. Oh, das ist gut. Das ist natürlich erstmal nicht so gut. Es ist so cool, das Deck. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht. Ah, nein. Wir haben den gezogen. Das ist schlecht. Jetzt besteht die Chance, dass wir den vor nochmal ziehen und dann haben wir keinen 10er Spell mehr. Der ist cool, weil er uns Karten ziehen lässt. Er kann den auch spielen, dann können wir alle beide Karten ziehen. Und das ist natürlich cool und das und alles ist cool. Einfach einen großen Diener vom Gegner übernehmen. Yeah. Können wir auch für 9 Mana. Oder zumindest für 3 Mana Gegner richtig stark abschwächen. Na, jetzt muss unser Getoff muss hier mal einfach mal in die. Ist er nicht da? Dann wird das aber easy win. Sieht auch nicht, dass er sich einmal bewegt hat. Aber wir müssen immer gegen seine Gegner spielen, die sich nicht bewegen. Hallo? Jemand da? Danke. Hat sich. Oh, das ist perfekt. Wir haben die nachgezogen. Das ist so perfekt. Ah, wenn er nicht da ist, wird das eine dumme Sachrunde. Gerade wenn wir das gezogen haben. Das ist so cool gerade. Ah, das ist da. Okay. Ja. Zack. 2 Mana, 3-3. Weil er kriegt, hat er ja +1/+1 gemacht. Und wenn er überleben sollte, haben wir immer noch. Ah. Theoretisch können wir aber den spielen, was immer noch gut wäre. Hat zwar keinen Effekt dann, aber. Ich kann mich nicht dazu entscheiden, das zu tun. Sorry. Ist immer noch 2 Mana, 3-3, trotz allem. Weil er seinen Effekt einmal immerhin aktiviert hat. Aber wir können den spielen, das ist super. Dann ist er aber etwas groß. Aber ist immer noch gut. Wir können auch. Ja, das ist eigentlich egal. Aber hier. Nochmal. +1/+1 gegeben. Das macht er nicht oft. 5-6. Juhu. Kann er für 3 Mana zerstören, ja. Alex Raso ist natürlich drin, falls der Gegner im Kontroll-Matchup ist. Er heilt. Hoffe, ich ziehe sie auch nochmal. Das wäre super. Nee, aber das ist auch eine gute Karte. Ich glaube, der wird jetzt sterben, aber danach kommt. Hoffentlich. Entweder nochmal eine 6er Karte oder ein 10er. Bin gespannt. Ja, 9 Karten, 10. Wir haben 6. Okay, ist es dieses Deck scheinbar? Ah, das wird cool. Wir werden den wahrscheinlich erledigen. Anduin, natürlich könnte er Anduin haben. Das war der einzige Konter dazu. Oh, 6 diesmal nur. Was kriegen wir? Und 6-5er mit Spott. Ich glaube, das ist immer noch sehr erwartet. Wir können Drachentrank haben. Den spielt er aber nur einmal, weil er jede Karte nur einmal spielt. Aber er hat Optionen, theoretisch. Oh, nichts zum Aktivieren jetzt. Aber immerhin hat er Lira, was ziemlich gut ist. Oh, sogar ein Kombo mit ihm. Das kann jetzt richtig geil werden für ihn. Schaut, was er alles für Zauber hat.
Oh. Günstige Zauber sind so gut gerade für ihn. Sogar das, weil dann kann er da umsonst nochmal angreifen. Ja, das war sehr gut, sein Zug. Ja. Ich würde den gerne übernehmen, aber das geht nicht. Wir können den spielen. Dass ich den im Deck habe, habe ich schon fast vergessen. Damit werden wir da angreifen, glaube ich, einfach mal. Wir werden erstmal den spielen hier. Oh, ein Topf. Das ist natürlich super. Wir dann den übernehmen können. Da reinrennen. Ja, da reinrennen. Da reinrennen. Da ist ein Drache. Drache sollte eventuell eher überleben. Es ist besser, wenn der Drache überlebt. Weil der kriegt so 5 HP Schaden. Und er immer nicht. Wenn er den hat, der 3 Schaden auf alles macht, dann, naja, schade. Aber wir kriegen noch eine Karte von ihm. Vielleicht kriegen wir sogar den Anduin, wenn er den noch im Deck haben sollte. Was super wäre. Ah, da holt er sich was aus dem Deck. 5-6 ist natürlich jetzt eine größere Gefahr. Oh, das ist das größte durch Schattenvision, dass ich den genommen, really. Was will er jetzt haben von uns? Gute Frage. Hey, das sind 14 Charme, das weiß er hoffentlich. Wir könnten den heilen und dann den spielen. Oder wir machen einfach richtig viel Schaden. Heilen ist schon gut. Wir brauchen dann nichts weiter ausspielen tatsächlich. Und wir machen 10 Schaden. Oh, zu viel. Noch 12 Leben und das ist Little quasi, ja. Mit Anduin würde er 2 Karten zerstören. Ist er. Ja. Wenn er da keinen Spot hat, ist er tot. Er hat Spot, okay. 5 plus 4 sind immer 9. Wir sind bei 9, das heißt, wir können den. Machen wir den kaputt, komm. Isera! Ha, Isera, so gut. Oh, ist 5 Schaden. Yo. 5 Schaden ist super. Er hat kein Feld, nur an Karten. Hat aber diese Gefahr vor sich. Ah, get off. Ich glaube, er hat ein kleines Problem. Oh. Nicht, dass er überzieht. Was macht er da? Gut gespielt. Möchte mehr Leben haben. Alles in 9, plus die Seras Karte ist er tot. Er hat uns auch noch Kann gegeben. Ja, also. Ja, seht ihr, wir können auch so gegen dieses schöne, übermächtige. Gut, er hat es irgendwie komisch gespielt, aber ja, gegen auch dieses Deck gewinnen. So, Leute, damit beenden wir die Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sind in Deutschland, würde mich freuen, kommt da auch. Was haltet ihr von dem Deck? Und. Naja. Würdet ihr es anders spielen? Bis zum nächsten Mal. Ciao.